Es gibt ein Thema, was zwangsläufig irgendwie aufkommt, wenn du dich sowohl mit Neurodivergenz beschäftigst als auch mit Bindungstrauma. Und das ist die Frage, wie hängt das miteinander zusammen? Also wie hängen Autismus und ADHS mit Trauma zusammen? Ist ADHS einfach nur eine Traumafolge? Ist Autismus einfach nur eine Traumafolge? Interagiert das miteinander auf irgendeine Art und Weise? So. Viele Menschen haben da ein riesen Fragezeichen im Kopf, wenn sie sich mit beiden Dingen auseinandersetzen. Und ich will da einfach mal meine persönlichen Gedanken zu teilen. Mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es wirklich meine persönlichen Gedanken sind und intuitive Erkenntnisse beziehungsweise Dinge, die sich für mich wahr anfühlen, die ich aber nicht unbedingt beweisen kann oder wo ich nicht unbedingt die Studien für vorlegen kann oder so. Und mir ist es ganz wichtig, dass du dieses Video guckst in diesem Wissen, dass es da bestimmt einige Dinge gibt, die ich noch nicht weiß. Da kannst du mich gerne korrigieren. Und dass du vor allem aber prüfst, was macht das mit dir, was ich sage? Würde dir das dienlich sein, das als Wahrheit zu glauben? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das hörst? Na, also nicht nur auf so einer kognitiven Ebene. Ich weiß, gerade dann, wenn du autistisch bist und auch gerade dann, wenn du ADHS hast, dann ist es sehr schnell so, dass du im Kopf prüfst, ist das wahr, kann sie das beweisen und so. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass du deinen Körper mit dazu nimmst und guckst, okay, fühlt sich das für dich wahr an, was ich sage? Und wenn es wahr wäre, was hätte es für dich für Konsequenzen? Also lass es uns persönlich machen. Gerade wenn es um so Themen geht wie Dinge, die wir einfach noch nicht wissen. Also der Forschungsstand, um es auf den Punkt zu bringen, ist auch noch gar nicht so klar über diese Zusammenhänge, weil ich meine, Autismus ist eine Diagnose, die gibt es erst seit so nicht mal 100 Jahren. Genauso ist es mit ADHS und genauso ist es mit dem Fach der Psychologie generell. Und über Trauma und über Bindungstrauma und so weiter wissen wir erst seit diesem Jahrtausend. Oder ein bisschen früher Bescheid, also die erste Theorie, die Bindungstraumatheorie oder Bindungstheorie von Bowlby war, wenn ich mich richtig erinnere, 1961. Ich habe das aber vor 3 Jahren im Studium gelernt, noch vor 4. Also leg mich bitte nicht auf dieses Datum fest, das kam gerade irgendwo hergeflogen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr neue Theorie, die einfach auch immer neue Erkenntnisse mit sich bringt. Also generell, die Forschungen zu Autismus, ADHS, Bindungstrauma und so weiter sind nicht abgeschlossen und es weiß niemand, was die Zusammenhänge sind. Das heißt, wir können im Moment nur gucken, okay, was fühlt sich für mich wahr an, mit welcher Wahrheit kann ich irgendwie am besten sein. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, einfach, dass du das vorher weißt, dass ich hier nicht sitze als irgendwie diejenige, die die Weisheit und das Wissen mit den Löffeln gefressen hat. Und es geht mir in diesem Video auch nicht darum, dir jetzt eine Reihe an Studien irgendwie zu präsentieren. Das kannst du auch selber machen. Also Studien lesen, wenn dich das wirklich interessiert, kannst du selbst. Darum soll es in diesem Video nicht gehen, sondern es soll wirklich darum gehen, was ich irgendwie durch meine, ich weiß nicht, es sind so Gedanken, die einfach reinkamen, als ich mich mit bestimmten Themen beschäftigt habe und über die ich einfach mit dir sprechen möchte. Und zwar sehe ich persönlich einen super starken Zusammenhang zwischen Trauma und ADHS und Autismus. Und ich will das mal so ein bisschen von vorne aufrollen. Also Trauma heißt, oder ein Trauma ist generell auf der psychologischen Ebene ein Ereignis, was dich in einer Situation überfordert hat, was deine Fähigkeiten, dich emotional zu regulieren, zu reagieren, zu handeln, zu denken und so weiter, Dinge einzuordnen, zu verstehen, irgendwie überfordert hat. Also und was mit einem Gefühl von, das ist mir zu viel, ich sterbe, Lebensgefahr einhergegangen ist. Das ist ein traumatisches Ereignis. Also jedes Ereignis, was in dieser Situation deine aktuellen Fähigkeiten überstiegen hat, was dir das Gefühl vermittelt hat, in Lebensgefahr zu sein, egal ob das eine reale Lebensgefahr war oder nicht. Und wo deswegen ein Anteil von dir sich abspalten musste und eine Dissoziation stattgefunden hat. Und irgendwas in dir nicht mehr so ganz integriert ist. Das ist Trauma. Auf der Nervensystemsebene. Oder bleiben wir mal bei dem Begriff Trauma. Wir wissen alle oder wir denken alle, okay, es gibt Ereignisse, die sind für jeden Menschen in so ziemlich jeder Situation traumatisch. Einen geliebten Menschen plötzlich zu verlieren. Zu sehen, wie jemand ermordet wird.
vergewaltigt zu werden. Irgendeine andere Form von Gewalt, Missbrauch und so weiter. Und tatsächlich sind Traumata, die irgendwie Menschen gemacht sind oder Menschen verursacht sind, erwiesenerweise schlimmer für uns als Traumata, die zum Beispiel durch Naturkatastrophen entstehen oder wenn dein Haus abbrennt oder so. Also Traumata, die durch Menschen verursacht werden, sind für uns viel, viel schlimmer zu integrieren als Dinge, wo wir einfach sehen, okay, das war eine Naturgewalt, die da passiert ist, weil wir als Menschen eine soziale Spezies sind und wir sind voneinander abhängig. Und wenn dann ein Mensch einem anderen Menschen Schmerz zufügt, dann ist das für uns super, super schlimm, also für jeden von uns. Und es gibt aber auch traumatische Ereignisse, die nur in einer ganz bestimmten Situation für einen ganz bestimmten Menschen traumatisch sind und für einen anderen nicht. Ganz insbesondere für uns als Kinder. Es gibt viele, viele Dinge, die für ein Kind traumatisch sind, die für einen erwachsenen Menschen eigentlich überhaupt kein Problem darstellen. Sowas wie, wenn deine Mutter einen Tag lang nicht bei dir ist. Das wünschst du dir normalerweise, wenn du erwachsen bist. Aber wenn das in deinen ersten Lebensmonaten passiert, wenn du zum Beispiel als Kind oder als Säugling erstmal im Brutkasten bist und nur besucht wirst von deinen Eltern, ist das ein super tief sitzendes Trauma für ein Kind, weil wir als Säuglinge und als Kleinkinder noch nicht wissen, dass unsere Eltern wiederkommen, dass Dinge noch existieren, die aus unserem Blickfeld verschwunden sind, dass Dinge existieren, die wir nicht fühlen. Und das löst eine super große Todesangst aus für Kinder, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind oder wenn die Eltern zwar da sind, aber emotional nicht verfügbar sind. Oder wenn wir keine Liebe bekommen und so weiter. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder wirklich sterben, wenn sie nicht genug Zuwendung und Liebe und Körperkontakt bekommen. Das sind keine irgendwie Wehwehchen, die wir als Kinder haben, sondern das sind Grundbedürfnisse, genauso wie Essen und Trinken und Atmen Grundbedürfnisse sind. Wir brauchen Liebe und Zuwendung und Anerkennung und Wertschätzung und Körperkontakt. Und einfach emotionales Genährtsein, genauso wie wir trinken und essen und atmen und so weiter brauchen. Und die meisten von uns hatten irgendwann in unserer Kindheit einen Moment oder viele Momente, wo das nicht da war. Einfach weil wir noch Kriegstrauma in unserer Genetik haben, weil unsere Eltern in den allermeisten Fällen von Eltern großgezogen wurden, die im Krieg waren, wo emotionale Zuwendung jetzt nicht unbedingt das Wichtigste war, sondern wo es wirklich erstmal um das physische Überleben ging und die emotionalen Grundbedürfnisse sind einfach wirklich häufig hinten runtergefallen. Und das heißt, unsere Eltern konnten uns einfach nicht wirklich die Art von Sicherheit und Verbindung und Nähe geben, die wir als Kinder gebraucht hätten. Die meisten von uns hatten Eltern, die zum Beispiel einfach viel arbeiten waren, die viel gestresst waren, die sich geschieden haben, die viel gestritten haben, die emotional nicht verfügbar waren, die zum Beispiel mit deiner Trauer, deiner Wut, deiner Angst nicht umgehen konnten, die dich im besten Fall einfach nicht halten konnten darin, im schlimmsten Fall dich auch noch dafür bestraft haben, wenn du Gefühle hattest. Und für Gefühle bestraft zu werden, ist traumatisch für ein Kind, zum Beispiel. Aus dem einfachen Grund, dass wir als Kinder noch nicht trennen können, das ist mein Gefühl und das bin ich. Sondern für Kinder ist es so, alles, was ich tue, bin ich auch. Und alles, was ich erlebe, bin ich auch. Wir sind ja als Kinder super, super egozentrisch auf eine ganz unschuldige Art und Weise. So. Und wenn wir dann hören, das Gefühl ist falsch, du wirst dafür bestraft, dann lernen wir, ich bin falsch und ich bin nicht liebenswert, was im Umkehrschluss lebensbedrohlich ist, weil wir, wie gesagt, geliebt werden müssen, um überleben zu können. Das ist wirklich ein menschliches Grundbedürfnis, geliebt zu werden. Und jegliche Form von du wirst nur geliebt, wenn, ist traumatisch für dich, weil du dadurch Anteile von dir abspalten musst und einfach lernst, dass du nicht sicher bist, weil du bist nur geliebt, wenn du das und das tust und wenn du das nicht tust. Und gerade dann, wenn du gar keinen Einfluss auf das hast, wofür du geliebt oder nicht geliebt wirst, ist das lebensbedrohlich und auf jeden Fall einhergehend mit einer großen Ohnmacht, die sich als Kind unendlich anfühlt, weil wir als Kind noch kein Zeitgefühl haben. Das heißt, jedes Gefühl, was du als Kind mal hattest, hat sich in dem Moment für dich ewig angefühlt. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt im Erwachsenenalter, wenn wir getriggert sind oder so, das Gefühl haben, zu sterben an der Emotion oder das Gefühl haben, das wird nie wieder besser oder so. Obwohl wir eigentlich wissen, dass es total unrealistisch ist, aber in unserem Körper
ist jedes Gefühl als unendlich und ewig andauernd gespeichert, weil unser Körper auch nicht weiß, dass es Zeit gibt. Und als Kinder haben wir eben noch keinen Verstand, der sich aber sagen kann, dass das Gefühl gar nicht stimmt und dass wir das überleben werden und so. Das einfach mal als ganz groben Umriss, was mit Bindungstrauma gemeint ist und wo du vielleicht auch erkennst, okay, es ist die Wahrscheinlichkeit, bindungstraumatisiert zu sein in dieser Gesellschaft, ist relativ hoch. Ich würde sie bei so 99% einordnen. Ich bin fast versucht, 100 zu sagen, aber es gibt, ich möchte einfach, also ich möchte nicht 100 sagen, deswegen sagen wir 99% unserer Gesellschaft sehe ich als bindungstraumatisiert, egal ob diese Menschen das wissen oder nicht. Gerade wenn sie es nicht wissen und sagen, nee, ich habe kein Trauma, würde ich sagen, wirklich. Und das, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, wenn wir einfach von dieser Prämisse ausgehen, dass die meisten Menschen von uns bindungstraumatisiert sind, ist zu wissen, was die Folgen von Bindungstrauma sind oder was mit Bindungstrauma einhergeht. Und eine ganz, ganz wichtige Komponente von Trauma ist die Komponente Nervensystem. Weil ich habe ja gesagt, Trauma ist ein Ereignis, was sich in dem Moment lebensbedrohlich anfühlt. Das, was reagiert, wenn etwas lebensbedrohlich ist oder was generell die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu gucken, ob etwas lebensbedrohlich ist oder sicher, ist dein Nervensystem. Also unser Nervensystem ist permanent damit beschäftigt, zu gucken, sind wir gerade sicher oder sind wir nicht sicher. Also das nennen wir Neurozeption. Das ist wie Wahrnehmung, bloß eine unterbewusste Wahrnehmung, die auf der Körperebene stattfindet. Einmal kurz, was ist das Nervensystem? Das Nervensystem ist das Netzwerk aus deinen Nerven. Na, also du hast ganz, ganz viele Nerven in deinem Körper, die zum Beispiel dafür zuständig sind, Sinnesreize wahrzunehmen, Sinnesreize weiterzugeben, Motorreize weiterzugeben, bestimmte Bewegungen in deinem Körper zu initiieren, Organbewegungen zu initiieren und so weiter. Und diese Nerven sind natürlich alle irgendwie miteinander verknüpft. Und es gibt verschiedene Systeme oder Untersysteme in dieser Interaktion unseres Nervensystems. Das eine ist, es gibt ein Nervensystem, was du bewusst beeinflussen kannst und was du bewusst mitbekommst. Und es gibt ein Nervensystem, das total unterbewusst abläuft. Das eine ist das zentrale Nervensystem, das besteht aus Hirnstamm und Rückenmark. Und das steuert Vorgänge wie bewusste Bewegungen. Also wenn ich jetzt meinen Arm bewege, dann ist das etwas, was verursacht wird durch eine bewusste Intention, die ich setze, dass ich meinen Arm bewegen will, zum Beispiel, dass ich meinen Arm ausstrecken und beugen will oder so. Und das kann ich bewusst steuern. Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben des zentralen Nervensystems. Dann gibt es das periphere oder autonome Nervensystem, was zum Beispiel Organfunktionen steuert, was diese ganzen Körperfunktionen steuert, von denen wir nicht mal wissen, dass es sie gibt, was steuert, dass Neurotransmitter ausgeschüttet werden, dass Hormone ausgeschüttet werden, dass Hormone produziert werden, dass du atmest, dass dein Herz schlägt und so weiter. Das alles sind Körperfunktionen, die automatisch ablaufen. Und das ist die Aufgabe des autonomen Nervensystems. Und beim autonomen Nervensystem ist es jetzt so, dass es sich nochmal unterscheiden lässt in verschiedene Nervensysteme. Genau, und zwar gibt es zum einen das enterische Nervensystem, das ist das Nervengeflecht in deinem Darm. Also der Darm hat ein eigenes Nervensystem, was sehr, sehr viel darüber aussagt, wie wichtig der Darm ist. Dann gibt es das sympathische oder Nervensystem oder den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist unser Fight- Flight-Modus und da ist generell alles, was irgendwie Aktivierung erfordert. Also immer, wenn du dich bewegst, immer wenn du aufstehst, immer wenn du was sagst, immer wenn du interagierst, aktiv zuhörst oder so, ist dein Sympathikus aktiviert. Und wenn wir auf die Ebene gucken, was passiert, wenn irgendwie unsere Herz- oder Neurozeption uns meldet, irgendwas ist gerade lebensbedrohlich, dann geht der Sympathikus an und wir kommen in diesen Fight- oder Flight-Modus, also Flucht- oder Kampfmodus. Was wir daran oder was sich auf der körperlichen Ebene zeigt, dadurch, dass unser Herz schneller schlägt, dass das Blut in die Extremitäten geht, damit wir wegrennen oder kämpfen können, dass das Blut dementsprechend weggeht aus zum Beispiel dem Gehirn und aus Verdauungsorganen. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir unter Stress stehen oder wütend sind oder ängstlich sind, so viel diskutieren können, wie wir wollen. Es kommt nicht an, weil einfach das Blut woanders ist. So. Es geht mit der Ausschüttung von Stresshormonen einher und so weiter. Und auf der rational kognitiv bewussten Ebene eben damit, dass wir das Gefühl haben, dass da irgendeine Gefahr ist, dass uns jemand angreifen will, dass uns jemand einen bösen Blick zugeworfen hat, dass jemand etwas, was er gesagt hat, bestimmt gegen uns meinte. All diese Dinge.
Wir nehmen Fluchtimpulse wahr, wir nehmen Wut wahr, wir nehmen Angst wahr und so weiter. Das ist eine sympathische Aktivierung als Reaktion auf eine Bedrohung im Außen. Dann gibt es den Parasympathikus und der ist nochmal unterteilt in zwei verschiedene Systeme. Und zwar gehört zum Parasympathikus vor allem der Vagusnerv. Der Vagusnerv ist ein Nerv, der zum Beispiel zuständig ist, der im Grunde zuständig ist für alle Körperregionen, so ab den Ohren ungefähr bis zum Herzen. Also er hat mit unserer Mimik was zu tun, er ist auch mit anderen Nerven verknüpft, die unsere, also mit unseren Gesichtsnerven verknüpft. Er ist mit unserer Atmung verknüpft, er ist mit unserem Herzschlag verknüpft. Da gibt es eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Herzschlag, Atmung und An- bzw. Entspannung bestimmter Gesichtsmuskeln. Und der Parasympathikus ist der Nerv, der bzw. der Vagusnerv ist der Nerv, der ganz, ganz stark mit dem Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit verbunden ist. Und es gibt zwei Stränge des Vagusnervs. Es gibt den dorsalen Strang, der am Rücken, also auf der Rückenseite langläuft, und den ventralen Strang, der vorne langläuft. Und der dorsale Strang ist der, der aktiviert wird, wenn wir in so einen Erstarrungsmodus kommen. Also wenn wir merken, dass Kampf oder Flucht nichts bringen, dann gehen wir in eine Erstarrung und in einen Freeze-Modus und fahren im Grunde alle Körperfunktionen runter. Das ist das, was der dorsale Strang des Vagusnervs macht oder was der Parasympathikus macht, dass wir runterfahren. Das ist das, was wir bei Tieren kennen, als zum Beispiel Winterschlaf. Oder was ein Igel macht, wenn er auf die Straße läuft und merkt, da kommt ein Auto und er kann nicht weglaufen und er kann jetzt auch nicht gegen das Auto kämpfen, dann erstarrt er. Und das ist so dieser Todstellreflex. Einfach weil es bestimmte Spezies gibt, die andere Tiere nicht mehr angreifen, wenn sie sich nicht bewegen oder wenn sie irgendwie tot aussehen. Das ist so der evolutionäre Grund vielleicht so ein bisschen dahinter. Und dass du eben Ressourcen sparen kannst. Also dass du in Situationen, wo es wirklich nicht genug Essen gibt, nicht genug Trinken gibt, wo du großen Schmerzen ausgesetzt bist oder sowas, dass dein Körper dann wirklich ganz, 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 ganz doll auf Sparflamme schaltet und wirklich alle Körperfunktionen runterfährt. Und wie wir das bewusst wahrnehmen, ist als Taubheit, als, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich will, als habe ich Bedürfnisse, als, okay, ich bin überfordert, ich blicke so hin und her, keine Ahnung, fühle ich mich, nee, also so. Und es gibt noch eine andere Seite, nämlich die ventrale Seite des Vagusnervs. Und die ist dafür zuständig, dass wir nennen es Social Engagement System. Das ist das, was uns ermöglicht, in Interaktion zu treten. Also das, was uns zu Menschen macht. Was uns ermöglicht, intim zu sein, Witze zu verstehen, auf das einzugehen, was jemand anders gesagt hat, Mitgefühl zu haben, uns gut zu fühlen im Kontakt mit anderen Menschen. All das sind die Funktionen des Social Engagement Systems. Also das Social Engagement System ist wirklich so ein gesundes Gleichgewicht zwischen Aktivierung und Entspannung, die es braucht, damit du zwar zum Beispiel mit jemandem spielen kannst oder tanzen kannst oder lachen kannst oder so, dafür braucht es den Sympathikus, aber dabei keine Angst hast und dafür braucht es den Parasympathikus. Und die beiden interagieren miteinander, das ist das, was wir als Toleranzfenster kennen. Und wenn wir im Toleranzfenster sind, dann fühlen wir uns gut, dann sehen wir Menschen, die uns begegnen, als uns gegenüber wohlgesonnen an, dann können wir die sozialen Hinweisreize, die Menschen aussenden, wirklich akkurat und gut deuten und verstehen. Dann ist zum Beispiel jemand, der dich anlächelt, jemand, der dich anlächelt. Während wenn du zum Beispiel gerade im Fight- oder Flight-Modus bist, jemand, der dich anlächelt, eine totale Bedrohung darstellt, weil er lächelt dich bestimmt nur an, weil er dich gleich manipulieren will und außerdem sieht das irgendwie so ein bisschen bedrohlich aus und der meint das bestimmt gar nicht ernst und so. Also diese ganzen Interpretationen von Signalen, die andere Menschen aussenden in Körpersprache, Worten und so weiter, sind super stark beeinflussbar von dem Zustand, in dem unser Nervensystem ist. Also du kennst das bestimmt, es gibt einfach Situationen, wo alles, was dein Gegenüber sagt, dich wütend macht. Das hat dann nichts damit zu tun, was dein Gegenüber sagt. Es hat was damit zu tun, dass dein Nervensystem im Kampfmodus ist und du dann alles als Angriff wahrnimmst, einfach weil dein Nervensystem gerade darauf gepolt ist, nicht weil da wirklich Angriffe sind. Also der Zustand deines Nervensystems hat einen immens großen Einfluss auf deine Wahrnehmung. Auch weil, wie gesagt, der Vagusnerv mit anderen Nerven noch interagiert, die zum Beispiel für Hören und Sehen zuständig sind. Weil wir müssen
um einschätzen zu können, ob wir sicher sind, gerade als soziale Spezies, in der Lage sein, die Mimik und Gestik zum Beispiel von anderen zu interpretieren. Und es gibt ganz, ganz, ganz subtile Bewegungen im Gesicht, die einem Gegenüber signalisieren, dass du dich gerade sicher fühlst oder dass du wütend bist oder dass du traurig bist oder so. Das sind super subtile Hinweisreize und die können wir nur dann wahrnehmen, wenn unser Nervensystem im Toleranzfenster ist. Ansonsten sehen wir das entweder gar nicht oder wir nehmen es bewusst nicht wahr und unterbewusst nehmen wir es als Gefahr wahr. Und das ist der Punkt, wo es richtig spannend wird, wenn wir zu Neurodivergenz hingucken, weil das ist ein Autismus-Symptom. Also dieses soziale Hinweisreize nicht richtig einschätzen können, nicht wissen, ob dir jemand wohlgesonnen ist oder nicht, Gesten nicht zu inter also nicht interpretieren zu können, nicht diese sozialen Hinweisreize nicht verstehen zu können, ne, das ist ein Diagnosekriterium. Also das ist so ziemlich das wichtigste Diagnosekriterium sogar, dass du als Mensch, der autistisch ist, nicht in der Lage bist, nonverbale Kommunikationssignale zu verstehen. Also der genaue Wortlaut ist, glaube ich, Defizite in der sozioemotionalen Reziprozität. Das ist das eine. Also dieses nicht aufeinander eingehen können, nicht auf den anderen eingehen können, sich nicht emotional einschwingen können. Auch das ist was, was nur geht, wenn du im Toleranzfenster bist. Ansonsten bist du nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, dich zu verteidigen, als dass du irgendwie wahrnehmen könntest, was jemand anders fühlt oder so. Aber das andere ist Defizite in der nonverbalen Kommunikation. Und das ist genau das. Und das hängt mit dem Nervensystem zusammen. Also das ist tatsächlich ein Zustand des Nervensystems, der dir entweder ermöglicht, nonverbale Kommunikation zu verstehen oder nicht. Wenn du im Fight- oder Flight-Modus bist oder in der Erstarrung, wie gesagt, kannst du soziale Hinweisreize entweder gar nicht sehen. Und dann siehst du, also dann, du siehst literally nicht, oder du nimmst es nicht wahr, du siehst es natürlich, aber du nimmst es nicht wahr, was jemand anders für Gesten und Mimiken macht. Mimiken ist, glaube ich, kein Wort, aber du weißt, was ich meine. Oder du nimmst es wahr, aber du interpretierst es falsch, du kannst es nicht richtig einordnen. Das ist super krass. Also Autismus-Symptome generell sind so ein ziemlich exakter Spiegel von Symptomen, die ein dysreguliertes Nervensystem zeigt. Auch zum Beispiel eine erhöhte Reizwahrnehmung, also Hochsensibilität, ist ja kein Autismuskriterium, was erfüllt sein muss. Also du kannst auch autistisch sein, ohne überreizt zu sein, ohne sensitiver wahrzunehmen als andere Menschen. Aber die meisten Autisten sind sehr fein in ihrer Wahrnehmung und hören viel mehr und sehen viel mehr und viel intensiver und es schmeckt viel intensiver und das Schild am T-Shirt ist unerträglich und so weiter. Und das ist das, was in Nervensystemsprache übersetzt Hypervigilanz ist. Hypervigilanz heißt, dein Nervensystem ist in einem permanenten Zustand von Alarm, Gefahr. Ich muss irgendwie aufpassen, wann der nächste, also so waiting for the other shoe to drop, so ungefähr. Es ist so, okay, es könnte immer eine Gefahr sein, es könnte immer irgendwas passieren. Und ein hypervigilantes Nervensystem ist darauf angewiesen, alles mitzukriegen, auch zu hören, was irgendwie in einem Gespräch 5 Tische weiter in einem Restaurant gesagt wird. Einfach um möglichst viele Gefahrensignale möglichst früh mitzukriegen. Das ist der Grund, warum ein Körper seine Wahrnehmung so extrem schärft. Während wenn du entspannt bist, du wirklich in der Lage bist, dich auf einen Hinweis oder ein Signal oder einen Sinn zu fokussieren und alles andere ausblenden kannst, einfach weil es gerade nicht wichtig ist für dein Überleben, das mitzukriegen. Du kriegst nur so viel mit, weil dein Nervensystem denkt, dass du in Gefahr bist und dich davor schützen will. Und es ist natürlich sinnvoller, wenn du den Tiger schon hörst, wenn er irgendwie 1 Kilometer entfernt ist, als wenn du ihn erst wahrnimmst, wenn er direkt vor deiner Nase steht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich gerade auch dann, wenn es zum Beispiel um ADHS geht oder so, den Fall, dass wirklich alles irgendwie in einem Hyperfokus-Moment zum Beispiel ausgeblendet wird und dann nur diese eine Sache ist und nur diese eine Sache ist wichtig. Oder, also ich kriege es tatsächlich auch bei mir mit, ich nehme ganz, ganz viel nicht wahr. Also ich rieche sehr viel. Und ich fühle sehr viel, also ich bin emotional hochsensibel, aber bei Sehen und Hören bin ich so, okay,
Das habe ich jetzt überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich kann durch eine Straße laufen und jemand kann mir sagen, hey, hast du das und das gesehen? Und ich bin so, nee, habe ich nicht. Wie konnte ich das nicht sehen? Und ich bin tatsächlich noch am Rätseln, was das ist. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass also ich war als Kind sehr, sehr reizoffen. Und also so reizoffen, dass meine Mutter irgendwie meinen Kinderwagen abgedeckt hat und alles. Und ich glaube, dass ich mich mittlerweile davor schütze, so viel wahrzunehmen, indem ich mich taub mache und es dann halt erst recht nicht mitbekomme. Und das wäre so, dann das Gegenteil von Hypervigilanz, das wäre eher diese Erstarrung. Das wäre eher dieses, okay, runterfahren und einfach es nicht mitkriegen, also sich taub machen. So. Das ist auch eine Schutzreaktion des Nervensystems. Also generell immer, wenn deine Wahrnehmung in irgendeiner Art und Weise anders ist, als sich das gut anfühlt, kann es sehr gut sein, dass dein Nervensystem einfach in einem Schutzmechanismus-Modus ist und du deswegen so viel wahrnimmst oder so wenig wahrnimmst. Also es kann tatsächlich sein, wenn du eigentlich sehr sensibel bist, aber es nicht aushältst oder damit überfordert warst als Kind oder so, dass dein System dann deine Wahrnehmung selbst als bedrohlich eingestuft hat und dich deswegen dem gegenüber taub gemacht hat oder so. Das ist so dieser Bereich von, okay, wie hängt Hochsensibilität vielleicht mit einem Nervensystemszustand zusammen? Was natürlich auch ein ganz, ganz klassisches Autismus-Symptom ist, was ja auch ein totales Klischee ist, ist dieses Autisten können anderen Menschen nicht in die Augen gucken. Oder es ist unangenehm, anderen Menschen in die Augen zu gucken für Autisten, oder es fühlt sich irgendwie gefährlich an. Und dann guck dir mal an, wie natürlich es im Tierreich ist, anderen Tieren in die Augen zu gucken. Und ich bin mir sicher, du hast gelernt, dass man Hunden zum Beispiel nicht in die Augen gucken sollte oder darf, weil sie sonst angreifen, weil sie sich bedroht fühlen. Und das ist bei den allermeisten Spezies so, dass Augenkontakt und Blickkontakt ein Signal ist. Oder wir gucken anderen in die Augen, um überprüfen zu können, ist derjenige jetzt gefährlich oder nicht. Und wenn dein Nervensystem nicht reguliert ist, wenn du in einer sympathischen Aktivierung bist oder in einer Erstarrung oder so, dann signalisiert dein Körper dir und dein Nervensystem dir, dass du in Lebensgefahr bist. Egal, wie sicher sich dein Verstand fühlt und egal, ob du weißt, dass dir da gerade deine Familie oder deine Freundin gegenüber sitzt, dein Nervensystem meldet dir Gefahr. Und wenn du in Gefahr bist, dann willst du garantiert niemandem in die Augen gucken. Das ist total gegen alle Schutzinstinkte unseres Nervensystems. Du kannst es auch mal prüfen, selbst wenn du nicht neurodivergent bist, auch wenn du neurodivergent bist, ob es Situationen gibt, in denen du dich damit gut fühlst, anderen Menschen in die Augen zu gucken, und ob es Situationen gibt, in denen sich das nicht gut anfühlt. Und dann kannst du mal gucken. Oder auch, ob es bestimmte Menschen gibt, bei denen dir das leicht fällt und andere, bei denen dir das nicht leicht fällt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann, wenn ich schweige, anderen Menschen in die Augen gucken und wenn ich mich dafür bewusst entscheide, also wenn es wirklich darum geht, wir gucken uns jetzt einfach nur an, dann kann ich das gut und ich kann andere Menschen angucken, wenn sie reden. Aber wenn ich rede, fällt mir das super schwer, weil es für mich bedrohlich ist, gesehen zu werden, wenn ich mich ausdrücke. Das heißt, ich habe früher zum Beispiel immer, wenn ich gelacht habe, dann weggeguckt oder immer mich weggedreht, wenn ich geweint habe oder erst recht, also eigentlich keine Gefühle gezeigt. So. Das heißt, für mich ist dieses, ich drücke mich selbst aus, bedrohlich und deswegen kann ich in der Situation nicht in die Augen gucken, weil mein Nervensystem mich einfach davor schützt. Aber anderen zuzuhören fühlt sich für mich sicher an. Das heißt, dann kann ich Menschen auch in die Augen gucken. Einfach so als Beispiel vielleicht, um dir. Aber prüfe es gerne für dich. Also prüfe es wirklich für dich, ob es da ein Muster gibt. Ob du dich bei Menschen, ob du bei Menschen, mit denen du dich sicher fühlst, kein Problem mit Augenkontakt hast und bei Menschen, die du zum Beispiel nicht kennst, die potenziell eine Bedrohung sein könnten, aber wohl ein Problem damit hast. Das gleiche gilt für so Symptome wie Mutismus oder so. Das ist ja auch was oft mit Autismus einhergeht, dass wir in bestimmten Situationen einfach nicht sprechen können. Also literally nicht sprechen können. Also, dass wir entweder wissen, was wir sagen wollen, aber es kommt irgendwie nicht raus, oder dass wir komplett dissoziieren und einfach deswegen nicht sprechen können, weil wir auch gar keine Gedanken formulieren können. Und auch das tritt bei einigen Autisten
Nur in bestimmten Situationen auch. Also es gibt einen Unterschied zwischen Mutismus generell und selektivem Mutismus. Selektiver Mutismus ist, dass du nur in bestimmten Situationen Schwierigkeiten hast zu sprechen und in anderen nicht. Und auch da wäre natürlich die Frage, okay, was sind das für Situationen, in denen du sprechen kannst und was sind das für Situationen, in denen du nicht sprechen kannst und was ist der gemeinsame Nenner? Und in den allermeisten Fällen ist der gemeinsame Nenner, dass du dich in der einen Situation sicher fühlst und in der anderen nicht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Mitschülerin, die mit mir sprechen konnte, aber mit den meisten anderen Menschen nicht und die auch zum Beispiel keinen Vortrag halten oder konnte oder keine Frage beantworten konnte, wenn der Lehrer sie angesprochen hat, weil sie dann einfach, also wirklich erstarrt ist und nicht sprechen konnte. Und das ist super spannend, weil das hängt mit dem Vagusnerv zusammen. Der Vagusnerv läuft durch die Kehle. So, der läuft genau da lang, wo der Selbstausdruck liegt. Das ist miteinander verbunden. Auch der Vagusnerv reagiert auf die Stimme. Der Vagusnerv wird stimuliert, wenn du summst oder wenn du tief sprichst und du fühlst dich sicherer, wenn jemand ruhig spricht und langsam spricht und tief spricht, als wenn jemand irgendwie so eine hohe Stimme hat und ganz schnell redet. Und gleichzeitig auch dieses schnell Sprechen zum Beispiel ist ein Symptom von vielen autistischen Menschen oder Menschen mit ADHS. Auch wieder ein Zeichen, dass sich das Nervensystem, also dass das Nervensystem nicht reguliert ist. Wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, dann kannst du, ich hoffe übrigens, dass die Müllabfuhr draußen nicht zu laut ist. Gerade wenn es ja auch nur um Divergenz geht, aber ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend für dich. Wenn dein Nervensystem reguliert ist, dann fällt es dir leicht und dann ist es natürlich, dass du langsam sprichst und dass du tief sprichst und dass du ruhig sprichst. Und wenn dein Nervensystem nicht reguliert ist, dann schreist du, dann wird deine Stimme höher, dann sprichst du schneller, dann hast du das Gefühl, du musst dich ganz, ganz viel erklären und so weiter. Und das ist einfach, das ist zum Beispiel ein Diagnosekriterium von ADHS, andere zu unterbrechen, so viel und so schnell zu sprechen. Und das ist eins zu eins eine Entsprechung zu einem bestimmten Zustand des Nervensystems, nämlich ein Flucht- oder Kampfmechanismus. Laut zu sprechen zeigt eigentlich, okay, dein Nervensystem fühlt sich gerade in Gefahr und muss schreien. Schnell zu sprechen ist irgendwie wie, als würde sich ein Fluchtinstinkt in deine Sprache legen und deswegen sprichst du so schnell, weil du dich beeilen musst und ganz schnell das alles sagen musst. Und eigentlich ist das aber in deinem Körper, dieser Fluchtinstinkt. Und Mutismus ist im Grunde nichts anderes als ein Symptom von Erstarrung. Und dann kommen wir zu dem ganz, ganz häufigen Symptom von sozialen Schwierigkeiten, also generell Schwierigkeiten mit Freundschaften und Schwierigkeiten mit romantischen Beziehungen, was sowohl bei Autismus als auch bei ADHS auftritt. Also bei Autismus ist es mehr, wie gesagt, soziale Hinweisreize nicht verstehen können und daraus entsteht aber dann bei Autisten natürlich auch schnell Angst. Und dadurch können soziale Hinweisreize noch schlechter verstanden werden. Also das ist ja so ein Selbstläufer und ein Teufelskreis. Der ultra krass ist so, du kommst vielleicht in die Schule und hast schon ein dysregulierte Nervensystem. Auf die Gründe gehe ich später ein. Und dann merkst du in der Schule, okay, alle anderen verstehen sich irgendwie blind und du irgendwie nicht. Also du verstehst, du sprichst irgendwie eine andere Sprache, du fühlst dich wie ein Alien. Und dadurch fühlst du dich ausgeschlossen. Und dadurch wird dein Nervensystem definitiv getriggert. Also wenn du vorher noch nicht getriggert warst, dann bist du definitiv dann in einem Zustand der Dysregulation, weil es einfach für uns Menschen nerven, also lebensbedrohlich ist, nicht dazu zu gehören. Das hätte früher unseren Tod bedeutet, von der Sippe ausgeschlossen zu werden. So, also das ist das Schlimmste, was einer sozialen Spezies passieren kann. Und dadurch ist dein Nervensystem dysreguliert. Dadurch kannst du noch schlechter richtig interpretieren, was für soziale Signale andere Menschen aussetzen, dann kommen diese Symptome dazu von soziale Regeln nicht verstehen, immer im falschen Moment das Falsche sagen. Dadurch kriegst du immer wieder das Feedback, dass irgendwas an dir falsch ist. Dadurch fühlst du dich immer unsicherer. Dadurch kannst du immer schlechter die Signale richtig wahrnehmen und richtig deuten. Und das ist wirklich, also das ist ein absoluter Teufelskreis, der darin besteht, dass dein Nervensystem nicht reguliert ist. Auf der anderen Seite mit ADHS sind die sozialen Schwierigkeiten eher diese Impulsivität. Impulsivität ist aus meiner Sicht einfach ein krasser Fluchtimpuls des Nervensystems von, es gab irgendwann mal eine Situation,
in der du weg wolltest, aber nicht konntest. Und dieser Fluchtinstinkt ist in dir gespeichert. Und in jeder Situation, die unangenehm ist, oder auch einfach so, weil es ein Muster ist in deinem Körper, geht bei dir dieser Fluchtimpuls an und du musst weg. Und das ist dieses Impulsive. Weil Warten so unerträglich ist. Bei mir zum Beispiel, vielleicht um ein bisschen persönlicher zu werden, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo sehr, sehr viel Streit war, wo ich quasi nie wusste, wann es das nächste Mal so laut ist um mich herum, wann das nächste Mal so viel Wut ist um mich herum, wann das nächste Mal eine Gefahr ist, weil es ist für ein Kind eine Gefahr, wenn die Eltern sich streiten. Und ich hatte definitiv oft die Situation als Kind, dass ich irgendwie weg wollte, aber nicht konnte, weil ich musste ja da bleiben, weil es waren ja meine Eltern und sonst wäre ich auch gestorben. Und dann hatte ich eine Erfahrung, die das nochmal verstärkt hat. Mit 11, da ist mein Vater sehr plötzlich gestorben. Und das war ein Tag, an dem ich einfach sehr, sehr viel gewartet habe. Und gewartet habe auf die Nachricht, dass mein Vater tot ist. Also ich bin nach Hause gekommen, er hat mich aufgemacht und ich habe 2 Stunden im Treppenhaus gewartet. Dann habe ich 2 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden oder so nochmal bei meiner Mutter gewartet, als sie dann aus der Schule kam, während meine Mutter unterwegs war und halt geguckt hat, was da los ist. Und dann kam sie wieder und hat eben gesagt, dass mein Vater tot ist. Das heißt, für mich ist Warten nochmal bedrohlicher, weil einfach jede Situation von irgendwas ist ungewiss. Für mich mal hieß, dass danach irgendwie die schlimmste Nachricht kommt, die du dir vorstellen kannst, so ungefähr. Und ich bin seitdem einfach unglaublich impulsiv. So. Und ich war schon davor impulsiv. Aber dadurch hat es sich nochmal verstärkt. Das heißt, Impulsivität ist im Grunde wirklich nichts anderes als ein Fluchtimpuls. So ein, ich muss hier weg. Es fühlt sich zwar manchmal an nach einem, ich muss da jetzt unbedingt hin und ich muss das unbedingt haben, aber auch das ist ein, also diese Dringlichkeit, die hinter Impulsivität steckt, ist ein Hinweis darauf, dass es irgendwie irgendeine Art von Bedrohung gibt für das Nervensystem. Weitere soziale Schwierigkeiten bei ADHS ist dieses anderen nicht zuhören können, andere immer unterbrechen, auch wieder diese Impulsivität und dieses Hyperaktive. Und ganz ehrlich, Hyperaktivität und Stimming oder autostimulierendes Verhalten bei Autismus ist einfach ein Nervensystem, was sich nicht entspannen kann, was die ganze Zeit unter Hochstress ist, was die ganze Zeit hypervigilant ist, was die ganze Zeit denkt, es muss fliehen, es muss kämpfen, es muss fliehen, es muss kämpfen. Und das ist das. Das ist der Punkt, der, glaube ich, Autismus und ADHS unterscheidet von anderen bindungstraumatisierten Menschen. Ich glaube, es gibt bindungstraumatisierte Menschen, die immer mal wieder in Zustand von Entspannung kommen oder bei denen nicht so viel Trauma in der Familie liegt oder die einfach, wo das Nervensystem nicht dauerhaft in einem Zustand von Erstarrung oder Zeit oder Fleiß ist, sondern wo es immer wieder Phasen gibt, wo auch Entspannung stattfindet und runterkommen und Sicherheit und so. Und bei Menschen mit ADHS und Autismus ist es aber so, dass wie das Nervensystem gar nicht kennt, wie es ist, im Toleranzfenster zu sein. Und deswegen sind diese Symptome einfach immer präsent und auch schon so früh präsent, weil das dann einfach das Nervensystem entweder schon dysreguliert auf die Welt gekommen ist oder der Körper schon mit einem dysregulierten Nervensystem auf die Welt gekommen ist, oder ist es so früh in der Kindheit was passiert, dass das Nervensystem es einfach nicht anders kennt. Zum Beispiel, wenn wir nochmal auf dieses Ding mit dem Brutkasten gucken oder so, oder wenn du als Säugling im Krankenhaus bleiben musst aus irgendeinem Grund oder alleine bist, dann ist das eine super frühe, super krasse Traumatisierung, die ein Nervensystem super schnell in eine Dysregulation kickt, die auch gar nicht bis sehr schlecht nur aufgefangen werden kann. Also selbst wenn du die liebevollsten, bindungssichersten Eltern der Welt hast, ist das so ein tiefsitzendes Trauma, das braucht in meinem Gefühl Jahre, bis das geheilt ist und super viel Nachnähren, was aber in unserer Gesellschaft ja nicht geht, weil man darf ein Kind ja nur stillen bis zu dem Alter und nur Körperkontakt bis zu dem Alter und nur die in Form von Kuscheln und das ist verboten und so. Also das ist super, super schwer, so ein frühes Trauma irgendwie wieder zu kitten, in Anführungszeichen. Das heißt,
Ja, oder andere Beispiele sind, wie gesagt, diese Eltern, die sich streiten, oder wenn du in Armut aufgewachsen bist, oder wenn die Gewalt zugefügt wurde, psychisch, emotional oder körperlich, und das schon seit du Kleinkind bist, also seit du 1, 2, 3 bist oder so. Das ist ja das Alter, wo Autismus und ADHS-Symptome auftreten müssen, damit du die Diagnose haben kannst, beziehungsweise mittlerweile heißt es ja, es kann auch sein, dass die Symptome erst auftreten, wenn die Anforderungen der Situation die Kapazität übersteigen. Ne, das ist ja das Kriterium, was irgendwie jetzt eingefügt wurde für eben Menschen wie mich und wahrscheinlich auch wie dich, die einfach ganz, ganz lange ganz, ganz viele Coping-Strategien haben und irgendwann zeigen sich halt erst die Symptome, wenn du zum Beispiel aus dem Schulalltag raus bist oder so. Aber im Allgemeinen ist es wichtig für Autismus und ADHS, weil es Entwicklungsstörungen sind, dass die Symptome schon sehr, sehr früh aufgetreten sind. Mit 2, mit 3, mit 1 oder so. Das heißt, wir sprechen wirklich von Traumatisierungen, die entweder noch im Mutterleib stattgefunden haben, vor dem Mutterleib, da möchte ich später noch drauf eingehen, also vor der Zeit im Mutterleib, vor der Schwangerschaft, oder während der Geburt oder kurz danach. Und wenn in dieser Zeit, also pränatal, perinatal, postnatal, Traumatisierungen auftreten, dann ist das der Zustand, den das Nervensystem als allererstes kennenlernt. Auch wenn deine Mutter zum Beispiel bei der Geburt Todesangst hatte oder in der Schwangerschaft Todesangst hatte oder Medikamente bekommen hat und du deshalb in einer toxischen Umgebung warst, physisch, weil deine Mutter zum Beispiel Alkohol getrunken hat oder so. Oder deine Mutter hat sich in der Schwangerschaft viel gestritten und hatte Angst. Oder ist generell ein ängstlicher Mensch. Oder. Das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass du nicht weißt, wie es ist, nicht im Überlebensmodus zu sein. Dass dein Nervensystem nicht weiß, was Sicherheit ist. Und ein Nervensystem, was nicht weiß, was Sicherheit ist, ist nie im Toleranzfenster, weiß nicht, wie es ist, im Social Engagement System zu sein und ist dementsprechend immer im Kampfmodus oder immer im Fluchtmodus oder immer im Freeze-Modus oder immer im Fawning-Modus, den ich aber auch Freeze zuordnen würde von, ich tue so, als wäre alles gut, aber eigentlich fühle ich einfach nur nicht, wie scheiße alles ist. Und wenn das der Dauerzustand ist, dann sind diese Autismus- und ADHS-Symptome der Dauerzustand. Und deswegen nennen wir das dann Entwicklungsstörung. Ist es aber vielleicht eigentlich gar nicht. Es ist vielleicht einfach nur ein dysreguliertes Nervensystem. Weil ganz ehrlich, ich habe noch keinen Autisten und keinen Menschen mit ADHS kennengelernt, der kein dysreguliertes Nervensystem hat und der nicht mindestens 3 andere Diagnosen noch dazu hat. Also die Komorbidität von Autismus und Depression ist super hoch, genauso wie Zwangsstörungen, Essstörungen, Angststörungen, sodass es so eng miteinander verknüpft. Und auch da wieder, psychische Störungen sind alle, wirklich alle zurückzuführen auf Bindungstrauma und auf ein nicht reguliertes Nervensystem. Psychische Störungen sind eigentlich keine Störungen, sondern ein ganz natürlicher Ausdruck davon, dass du dich nicht sicher fühlst und dein Nervensystem irgendwie versucht, irgendwie zu copen, weil du nicht sicher bist, weil du die ganze Zeit im Kampf- oder Flucht- oder Freeze-Modus bist. Jede psychische Störung, die ich kenne, und jeder psychische Mensch mit, jeder Mensch mit einer psychischen Störung, den ich kenne, hat Schwierigkeiten mit Emotionsregulation. Entweder weil er sich nicht fühlt oder weil er denkt, er stirbt, wenn er eine Emotion hat. Und das ist das, was in meiner Wahrnehmung gesunde Menschen von kranken Menschen unterscheidet, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können. Und Emotionsregulation ist Nervensystem. So, Wut ist das Gefühl, was mit einem Kampfmodus einhergeht, ist also kein Gefühl, was dich irgendwie böse macht oder was du gerne fühlst oder absichtlich fühlst oder immer fühlen musst, sondern Wut ist einfach ein Zeichen, dass du im Überlebensmodus bist und deine Schutzstrategie ist einfach in den Kampf zu gehen. Ein anderes Nervensystem hat gelernt, ich kann kämpfen, so viel ich will, das funktioniert eh nicht, also renne ich lieber weg. Da ist dann Angst irgendwie, das primäre Gefühl. Und ein anderes Nervensystem hat gelernt, okay, ich kann nicht fliehen, ich kann auch nicht kämpfen, ich bin meinen Eltern oder meinen Bindungspersonen oder der Gefahr, die da gerade ist, hilflos ausgeliefert. Also ist meine einzige Möglichkeit, um irgendwie hier durchzukommen, mich taub zu machen und gar nichts mehr zu fühlen. In den Kopf zu gehen, nur zu denken, zu dissoziieren, Anteile abzuspalten. Also im ganz extremen Fall sprechen wir da von einer dissoziativen Identitätsstörung. Aber eigentlich ist es dann Erstarren. So. Und das ist das, wie der Großteil der Menschheit durch die Weltgeschichte läuft in unserer Kultur. Taub, sich selbst nicht fühlend, habe ich Beine? Ja, ich sehe sie, aber ich fühle sie nicht, ich habe keinen Bezug dazu, ich fühle mich auch nicht. So.
So. Und das ist zum Beispiel auch bei Autismus ganz oft ein Symptom, eine Hyposensibilität, also geringere Wahrnehmung des eigenen Körpers. Also das nennen wir Hyposensibilität in der Propriozeption. Propriozeption ist die Selbstwahrnehmung, also die Wahrnehmung der eigenen Körpervorgänge. Und Propriozeption ist entweder extrem sensitiv bei autistischen Menschen. Das sind dann so die Menschen, die ganz genau wissen, okay, ich habe jetzt Schmerzen in meiner Gebärmutter und jetzt habe ich Schmerzen in dieser Zotte meines Darms. Und jetzt habe ich Magenschmerzen und das fühlt sich ganz anders an als Dünndarmschmerzen. So, wo ich mir so denke, wie zur Hölle fühlst du das? Weil ich eher wirklich hypersensibel bin und bestimmte Dinge nicht wahrnehme. Und das ist einfach wirklich. Dieses, ich habe mich taub gestellt, weil eigentlich sind wir als Menschen in der Lage, ganz, ganz viel wahrzunehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist da irgendwas extrem doof gelaufen. Und das ist aber das, was wir für normal halten. Also wir denken, es sei normal, dass wir nicht wissen, wo genau in unserem Bauch wir Schmerzen haben. Es ist eigentlich nicht normal. Es ist eigentlich überlebenswichtig, dass du das zuordnen kannst. Das kannst du aber nicht, wenn du als Kind eine zu starke Emotion hattest und nicht korreguliert wurdest. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff, wenn wir von Trauma und Nervensystem und so weiter sprechen. Korregulation ist, unsere Nervensysteme gleichen sich aneinander an. Wir haben zum einen Spiegelneurone, die dafür sorgen, dass, also das ist so die Ursache, warum du zum Beispiel gähnst, wenn jemand anders gähnt. Wir haben wirklich Neurone in unserem Gehirn, die das spiegeln, was andere tun. Deswegen heißen die Spiegelneurone. Das ist das eine. Und wir haben ein elektromagnetisches Feld um uns herum, was auch von unserem Nervensystem beeinflusst wird. Und diese Felder überlappen sich, wenn wir in einem Raum sind. Und dadurch hat der Zustand deines Nervensystems einen Zustand, einen Einfluss auf den Zustand des anderen Nervensystems. Es gibt da ganz spannende Studien mit Metronomen. Metronome sind ja diese Taktgeber. Und da wurde geguckt, was passiert, wenn man Metronome in einem unterschiedlichen Takt nebeneinander stellt. Und das, was passiert ist, ist, dass sie sich aneinander angeglichen haben. Weil Frequenzen sich aneinander angleichen. Frequenzen sind Stimmwellen, Lichtwellen, Emotionen haben eine Frequenz und eben dieser Takt hat auch eine Frequenz. Na? Und Frequenzen gleichen sich aneinander an. Das heißt, wenn du in einer bestimmten Frequenz bist und einem anderen Menschen in einer bestimmten Frequenz gegenüber sitzt, dann gleichen sich eure Frequenzen aneinander an. Und das, was eben auch festgestellt wurde, was super spannend ist, ist, dass sich typischerweise die niedrigere Frequenz an die höhere Frequenz angleicht. Und ein dysreguliertes Nervensystem, Wut, Trauer, Angst, Ohnmacht, Taubheit und so weiter, hat eine niedrigere Frequenz, schwingt langsamer als sowas wie Liebe zum Beispiel. Das heißt, wenn du als jemand, der gerade in Liebe ist, jemandem gegenüber sitzt, der gerade wütend ist, dann gleicht sich eher der Mensch, der wütend ist, an dich an und wird dann beruhigter und entspannter und fühlt sich irgendwann sicherer, als dass du irgendwie auch wütend wirst. Dass du auch wütend wirst, passiert eher, wenn du selbst schon ansatzweise dysreguliert bist oder so. Oder wenn du Schwierigkeiten hast, dich abzugrenzen oder sehr durchlässig bist. Aber normalerweise gleicht sich das dysregulierte Nervensystem an das regulierte System an. Und das ist das, was wir Koregulation nennen. Und das ist super wichtig, weil wir sind als Kinder darauf angewiesen, korreguliert zu werden. Wir können uns als Kinder noch nicht regulieren. Wir können uns erst ab einem gewissen Alter, und das ist sehr spät, also wirklich Grundschulalter und darüber hinaus, selbst regulieren, wenn wir zum Beispiel wütend sind oder traurig sind oder ängstlich sind. Und davor fühlen sich diese Gefühle für uns viel zu groß an, größer als unser Körper an, lebensbedrohlich an. Und wir sind darauf angewiesen, dass unsere Eltern oder andere Bindungspersonen uns korregulieren. Korregulation heißt zum Beispiel, sich auf Augenhöhe begeben, langsam sprechen, ruhig sprechen, atmen, Liebe aussenden, Frequenzen aussenden, die Sicherheit vermitteln. Bestimmte Musik zum Beispiel kann zur Korregulation auch helfen, aber eigentlich geht es darum, dein Nervensystem ist reguliert und alleine dadurch reguliert sich das andere Nervensystem. Du kannst zwar bewusst Dinge machen, um irgendwie zu korregulieren, aber letztendlich, wenn du ruhig sprichst und dich dazu zwingst und eigentlich Angst hast, dann kommt mehr Angst an bei deinem Gegenüber als Regulation. Also Koregulation ist im Kern, du bist reguliert und dadurch kann sich dein Gegenüber regulieren.
Und das brauchen wir als Kinder. Also wir brauchen als Kinder regulierte Eltern. Und da sehen wir, wo das Problem ist. Wir hatten nämlich in den allermeisten Fällen keine regulierten Eltern, weil, wie gesagt, unsere Eltern waren meistens entweder selber im Krieg oder hatten Eltern, die im Krieg waren. Das heißt, die sind alle dysreguliert gewesen. Kaum jemand von uns hat Eltern gehabt, die irgendwie eine Koregulation hätten geben können, weil sie selbst dysreguliert waren. Das heißt, wir so ziemlich alle und gerade, also wenn du dieses Video guckst, dann bin ich mir sicher, dass das auf dich zutrifft. Wir waren verloren in unseren Emotionen. Und diese Emotionen sind in uns gespeichert, im Nervensystem, weil sie nicht zum Ausdruck gebracht werden konnten, weil es nicht genug Sicherheit gab, weil wir nicht reguliert waren. Und wenn genug Trauma im Körper gespeichert ist, dann führt das einfach dazu, dass wir nicht ins Toleranzfenster kommen. Weil wenn du einmal riskieren würdest, dich sicher zu fühlen, dich zu entspannen, dann würden diese ganzen alten Traumareaktionen kommen. Das ist tatsächlich was, was ich bei mir ganz, ganz oft erlebt habe. Ich war, bis ich 22 war, in einem Zustand von Dauerstress. Also ich war zum einen taub und nur im Kopf und habe überhaupt nicht gefühlt, was in meinem Körper vorging. Und dann hatte ich Meltdowns. Meltdowns übrigens ganz super, also deutlicher geht's nicht Zeichen für Dysregulation im Nervensystem. Und das, was ich beobachtet habe dann, war, dass immer, wenn ich eigentlich in einem sicheren Raum war, also wenn ich zum Beispiel gehalten wurde oder wenn ich Intimität mit jemandem geteilt habe, die super schön war, danach war ich dann auf einmal wütend oder danach war ich traurig oder ich habe tatsächlich während der schönsten Sexualität geweint, weil dann einfach diese alten Emotionen endlich hochkommen können, weil das Nervensystem so lange unterdrückt und taub macht und funktioniert, bis du sicher bist. Also das ist so evolutionär gesehen, wir mussten ja wirklich früher fliehen, also wirklich wegrennen, oder wir mussten kämpfen. Und hättest du dabei gefühlt, dass zum Beispiel dein Fuß verstaucht ist oder dass du Hunger hast oder dass irgendwo was wehtut oder du traurig bist oder so, dann hättest du nicht so gut kämpfen oder fliehen können. Das heißt, unser Nervensystem macht sich dann einfach in diesen Zuständen, in denen wir in Kampf oder Flucht oder Erstarrung sind, taub. Und das kommt dann aber, wenn du wieder in Sicherheit bist. Also du kennst es vielleicht, wenn du irgendwie hingefallen bist oder so, dass du dann erstmal eine Zeit lang gar nicht fühlst, dass irgendwas wehtut. Und dann allmählich setzt der Schmerz ein, wenn der Schock vorbei ist. Also wenn Adrenalin zum Beispiel in unserem Körper ist, das hemmt einfach unsere Schmerzwahrnehmung, meine ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, welche Neurotransmitter und welche Hormone es sind, aber ich weiß, dass Stresshormone gleichzeitig einen schmerzbetäubenden Effekt haben. Und das heißt, dass die meisten von uns gar nicht wissen, wie traumatisiert wir sind und wie traurig wir sind und wie viel Angst wir haben und wie viel Todesangst in unserem Körper gespeichert ist, weil wir die ganze Zeit in diesem Überlebensmodus sind. Und wenn wir dann aber einmal wirklich sicher sind, dann kommen halt die ganzen Gefühle hoch. Und davor haben wir so Angst, dass wir dann lieber in der Dysregulation bleiben. Und dadurch verstärkt sich das natürlich auch noch mehr. Und das ist zum Beispiel ein Grund für diese Symptome von Alexithymie, die bei Autismus oft auftreten, die eigenen Emotionen nicht wahrnehmen zu können, Emotionen von anderen nicht wahrnehmen zu können oder sie so stark wahrzunehmen, dass du dann daraufhin so überfordert bist, dass es aussieht, als wärst du der unempathischste Mensch der Welt, obwohl du eigentlich einfach viel zu viel fühlst. Und das Nervensystem macht dann einfach dicht, weil es zu viel ist, weil es sich lebensbedrohlich anfühlt. Also da gibt es einfach super, super große Zusammenhänge. Und die Frage ist jetzt, gibt es da eine Ursache? Gibt es eine Wirkung? Ist es einfach eine Korrelation? Und wenn es Ursache und Wirkung gibt, was ist die Richtung? Also die Frage ist einfach, haben Autisten und Menschen mit ADHS einfach ein anderes Nervensystem? Sind Menschen mit Autismus und ADHS einfach von Natur aus dysregulierter, weil das vielleicht auch einen Vorteil hat für die Spezies, wenn bestimmte Menschen einfach hypervigilant sind, weil die dann die Gefahrensignale schneller wahrnehmen oder so? Oder ist das total unabhängig voneinander und die Symptome von Autismus haben gar nichts mit dem Nervensystem zu tun, es äußert sich nur gleich. Das könnte zum Beispiel auch sein. Ein Aspekt habe ich übrigens vergessen. Ich habe ja eben gesagt, es gibt auch das enterische Nervensystem, also das Nervensystem im Darm. Und was ich hoffentlich oder glaube ich auch kurz gesagt habe, ist, dass wenn wir in einer sympathischen Aktivierung sind, dass dann das Blut aus unseren Organen rausgeht in die Extremitäten. Das heißt, unsere Verdauung funktioniert nicht mehr so gut.
Weil, genau. Und sie funktioniert auch nicht mehr so gut, wenn wir in der Erstarrung sind, weil Verdauen einfach extrem viel Energie kostet. Und wenn alle Körperfunktionen runtergefahren werden, dann wird auch die Verdauung runtergefahren. Das heißt, der einzige Nervensystemzustand, in dem du wirklich gut verdauen kannst, ist, wenn du im Toleranzfenster bist, wenn der ventrale Vagusfunk aktiviert ist. Und jetzt rate mal, wie viele Menschen mit Autismus und ADHS schon mit Magen- und Darmproblemen und mit Leaky Gut-Syndrom und irgendwelchen Lebensmittelunverträglichkeiten und so weiter auf die Welt kommen. Viele. Und das wiederum, also es hat tatsächlich einen wechselseitigen Effekt. Es ist tatsächlich auch so, wenn der Darm oder die Darmgesundheit beeinträchtigt ist, dass dadurch das Nervensystem in eine Dysregulation kommt. Also es ist nicht nur so, wenn eine Gefahr im Außen ist und unser Nervensystem Gefahr meldet, dass dann die Verdauungsfunktionen runtergefahren werden, sondern es ist auch so, wenn irgendwas in der Verdauung nicht funktioniert, zum Beispiel weil bestimmte Darmbakterien nicht da sind oder weil die Magenschleimhaut nicht dicht ist, das ist ja dieses Leaky Gut-Syndrom, dann wirkt sich das wiederum aufs Nervensystem aus. Also es ist wirklich ein wechselseitiger, reziproker Effekt. Und super viele Menschen mit Autismus und ADHS haben Magen- und Darmprobleme und Allergien und reagieren extrem empfindlich auf Stress, mit zum Beispiel Durchfall oder so. Und das schon also ihr Leben lang, wo ich mich frage, okay, ist es dann vielleicht nicht so, dass zum Beispiel die Mutter schon Leaky Gut hat, bestimmte Darmbakterien nicht hat. Wir kriegen als Kinder die Darmflora von unserer Mutter, logischerweise. Wenn da was nicht funktioniert, ist das bei uns seit Beginn unseres Lebens auch irgendwie aus dem Gleichgewicht. Und wenn das dann wiederum einen Einfluss auf das Nervensystem hat, frage ich mich, ob dann nicht das Nervensystem von bestimmten Menschen mit Autismus und ADHS nur so dysreguliert ist, weil die Magen- und Darmgesundheit nicht funktioniert. Und da gibt es tatsächlich insbesondere Heilpraktiker, aber auch ein paar Ärzte, die damit Erfahrungen haben, dass wenn sie Patienten mal eine Zeit lang mit Probiotika ausgestattet haben und die Darmflora wieder aufgebaut haben und irgendwie für eine gute Ernährung gesorgt haben und so, dass dann Autismus und ADHS-Symptome verschwunden sind. Also wirklich weg waren, gerade bei Symptomen, die frühkindlichem Autismus zugeordnet werden. Frühkindlicher Autismus ist ja keine Diagnose mehr. Aber gerade dann, wenn es um diese krassen Autismus-Symptome geht, wo die Menschen nicht sprechen können, wo sie gar nicht in der Lage sind, in soziale Interaktion zu treten, wenn da die Darmgesundheit wieder funktioniert, dann sind diese Symptome weg. Das ist super krass. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen mit Autismus oder ADHS, wo ich das Gefühl habe, das kommt woanders her. Also es gibt in meinem Gefühl die verschiedenen Arten von Autismus und ADHS und manche haben wirklich nur was mit der Darmgesundheit zu tun und wenn die Darmgesundheit im Lot ist, dann ist da alles wieder gut. So. Und es gibt aber auch Autismus- und ADHS-Arten, die damit nicht so viel zu tun haben. Was auch spannend ist, ist, dass Autismus und ADHS beide einen Zusammenhang haben mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom, also mit einer. EDS ist so, letztendlich ist es zurückzuführen auf ein bestimmtes Protein, nämlich Kollagen, was nicht so funktioniert, wie es bei normalen Menschen funktioniert. Also Kollagen ist im Grunde das, was im Bindegewebe, also das Protein, was am meisten im Bindegewebe ist, in Organwänden, zum Beispiel, wo wir von Leaky Gut sprechen, kann daran liegen, dass das Kollagen eine andere Struktur hat. Das Kollagen ist bei Menschen mit Ehlers-Danlos-Syndrom poröser, beziehungsweise, also es funktioniert nicht so ganz, wie es funktionieren soll. Es ist gleichzeitig weniger dehnbar und löchriger oder empfindlicher als bei Menschen mit normalem Kollagen quasi. Wozu das zum Beispiel führt, ist, dass du deine Gelenke so überstreckst. Also normalerweise sollte ein Ellbogen so aussehen. Und wenn hier der Winkel nicht so ist, sondern andersrum, dann bist du hyperflexibel. Und Hyperflexibilität ist nicht direkt Ehlers-Danlos-Syndrom, aber gehört mit dazu. Genauso wie Verdauungsbeschwerden, weil wie gesagt, es geht auch um Organwände. Und das hat auch einen Einfluss auf das Nervensystem, weil wenn dein
Körper dir die ganze Zeit meldet, dass irgendwelche Gelenke überstreckt werden, dann meldet dein Körper dir Gefahr, weil dann ist es nicht sicher zu laufen. Oder dann meldet dein Verdauungstrakt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann kriegst du quasi aus deinem Körper selbst eine Gefahr. Also dann ist dein Körper selbst eine Gefahr und dein Nervensystem reagiert so, wie es auf Gefahren halt reagiert, mit Stress. Und deswegen gibt es einen krassen Zusammenhang zwischen Autismus und ADHS und Hyperflexibilität und Verdauungsbeschwerden und diesen ganzen Dingen. Also die sind halt super eng miteinander verknüpft. Und ich frage mich wirklich, wo die Ursache ist. Beziehungsweise ich frage es mich nicht, ich meine eigentlich die Antwort schon gefunden zu haben. Und die Antwort ist Trauma, weil Trauma führt dazu, dass, also entweder Trauma oder eine falsche Ernährung, das wäre dann der Punkt, wo es von der Darmgesundheit ausgeht und dadurch das Nervensystem dysreguliert ist, wo dann auch die Symptome verschwinden, wenn der Darm wieder repariert ist oder restauriert ist oder wie auch immer du das bezeichnen willst. Und sonst ist es aber bei den meisten von uns Bindungstrauma. Und das Totschlagargument, was Wissenschaftler haben, gegen das, was ich gerade gesagt habe, ist, naja, aber ADHS und Autismus sind doch genetisch. Wie ich mir so denke, ist das euer Ernst? Trauma ist auch genetisch. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Cortisolspiegel vererbbar ist. Also, und Cortisol ist ein Hormon, was beeinflusst wird durch Trauma. Also traumatisierte Menschen haben andere Cortisolspiegel zu unterschiedlichen Tageszeiten als nicht traumatisierte Menschen. Bei nicht traumatisierten Menschen es ist so, dass wenn die Sonne aufgeht, dass dann automatisch Cortisol ausgeschüttet wird. Das wächst dann über den Tag immer weiter an, flacht dann mittags wieder ab. Und ich meine, es gibt dann irgendwann nachmittags nochmal so einen Peak. Bei Menschen mit Autismus und ADHS und bei Menschen, die traumatisiert sind, komischerweise bei diesen drei Kategorien ist es so, dass am Anfang des Tages nicht so viel Cortisol ausgeschüttet wird. Und aber der allgemeine Cortisolspiegel entweder zu hoch oder zu niedrig ist, also auf jeden Fall ist Cortisol durch Trauma beeinflussbar. Das kann man zum Beispiel sehen bei Menschen mit PTBS. Die haben einen veränderten Cortisolspiegel. Und das ganz, ganz Spannende ist jetzt, dass dieser veränderte Cortisolspiegel auch vererbt wird. Tatsächlich über mehrere Generationen hinweg. Also wissenschaftlich erwiesen sind drei. Es liegt einfach daran, dass wenn deine Mutter im Mutterleib von deren Mutter war, schon die Eizelle, aus der du entstanden bist, in deren Mutterleib war. Super spannend. Das heißt, du trägst definitiv Trauma von deiner Mutter und deiner Oma in dir. Das ist ein Fakt. Und wenn wir uns jetzt mal Familiengeschichten angucken, die können sehr traumatisch sein. Also wenn ich mir meine Familiengeschichte angucke, dann denke ich, holla die Waldfee, da ist super viel an Trauma passiert. Und meine Eltern waren beide traumatisiert, deren Eltern waren definitiv auch traumatisiert. Und es war nicht nur normales Trauma, was irgendwie jeder in dieser Kultur erlebt hat, sondern da waren auch echt krasse andere Sachen dabei. Das heißt, es ist überhaupt keine Frage, dass meine Mutter auch traumatisiert ist und dieses Trauma an mich weitervererbt hat. Und meine Mutter ist die aus meiner Familie, die auch ADHS hat. Nicht diagnostiziert, aber ich habe sie, also sie wirkt auf mich sehr, als hätte sie ADHS. Und das heißt, ja, ADHS und Autismus haben eine genetische Komponente. Ja, Trauma aber auch. Und gerade dann, wenn wir irgendwie sagen, das ist nicht heilbar oder es ist schon frühkindlich da, weil das ist eine Entwicklungsstörung, frage ich mich so, ist es nicht nur schon von Anfang an da, weil das Kind halt schon mit einem traumatisierten Nervensystem auf die Welt kommt, weil die Mutter ein traumatisiertes Nervensystem hatte? Und dann ist die Frage, okay, warum ist das überhaupt wichtig? Also verändert das was? Und für mich denke ich so, ja, es verändert was. Weil dann musst du nicht mehr sagen, Autismus und ADHS sind irgendwie lebenslange Symptome, mit denen du immer zu kämpfen haben musst, sondern dann kannst du einfach sehen, okay, du hast ein extrem traumatisiertes Nervensystem, was einfach viel schneller in eine Dysregulation kommt. Und das führt dann zu Autismus und ADHS-Symptomen. Aber dann könntest du was tun. Dann könntest du nämlich lernen, mit deinem Nervensystem umzugehen, Regulationstechniken zu finden, zu gucken, was braucht dein Nervensystem, um reguliert zu sein. Und dann ist natürlich das Ding, okay, das ist aber was, es ist seit mindestens einer Generation vor dir schon da. Das heißt, es ist einfach ein körperliches Muster, in eine Dysregulation zu gehen. Das ist das, was dein Körper gewohnt ist. Und unser Körper gewöhnt sich an emotionale und nervensystemische Zustände.
Das heißt, selbst wenn im Außen nichts passiert, was unsicher ist, wenn du als Kind zum Beispiel immer, immer und immer wieder Gefahr ausgesetzt warst, dann hat dein System gelernt, das quasi auch aus sicher aus zu machen. Also vielleicht war es am Anfang so, dass im Außen immer wieder Gewalt kam und deswegen dein Nervensystem disponiert war. Und irgendwann passt sich das Nervensystem aber an und ist dann quasi aus sich heraus schon disponiert, weil die Gefahr kommt ja sowieso bald. Und das ist der Punkt, wo wir dann als Erwachsene anfangen, rumzuhampeln und total disreguliert zu sein und gestresst zu sein aus dem Nichts ohne einen ersichtlichen Grund. Wir kreieren uns dann natürlich Gründe, warum wir gestresst sind, aber eigentlich kommt es aus unserem Nervensystem heraus. Und das sind extrem tief sitzende Muster. Das heißt, es reicht nicht, das zu wissen, um das verändern zu können. Und es reicht auch nicht, ein Jahr lang Atemübungen zu machen, um das verändern zu können. Und ich merke auch bei mir, ich bin einfach schneller gestresst als andere Menschen. Ich reagiere einfach empfindlicher auf bestimmte Dinge. Ich habe einfach diese Autismus- und ADHS-Symptome, die für mich aber gleich sind mit meinen Traumasymptomen. So. Und ich merke, dass es eine Veränderung gibt, je mehr ich das wirklich täglich mache. Also ich mache täglich Dinge für mein Nervensystem. Mehrmals täglich. Und ich habe ein Leben, in dem ich dafür sorge, dass ich mich sicher fühle mit mir. Also ich spreche liebevoll mit mir. Ich bin liebevoll mit mir. Und dadurch bin ich schon mal auf jeden Fall auf der Ebene, wie ich mit mir selber bin, keine Bedrohung für mich selbst, weil das ist natürlich auch was, was dein Nervensystem extrem in eine Dysregulation schmeißt, wenn du dir die ganze Zeit erzählst, wie scheiße und falsch und böse und dumm und sozial inkompetent und so weiter du bist, dann bist du eine Bedrohung für dich selbst und das macht das ganze also Symptom nicht besser. Das reguliert dein Nervensystem definitiv nicht, wenn du dir erzählst, du müsstest jetzt regulierter sein oder anders sein oder besser sein oder was auch immer. Was ist, wenn du liebevoll mit dir bist und auch wirklich, also ich meine wirklich dieses, ah, ich fühle gerade irgendwie Stress und ich hacke jetzt nicht auf mir rum und ich erzähle mir auch keine Geschichte, warum ich gestresst bin, sondern oh, es tut mir leid, dass ich gestresst bin. Was brauche ich jetzt? Und seit ich das mache, sind meine Autismus- und ADHS-Symptome wesentlich leichter hinnehmbar bzw. weg. Also ich hatte mein Leben lang zum Beispiel Angst vor Menschen, die ist weg. Die ist wirklich weg. Seit ich in Liebe mit mir selber bin, ist die weg. Oder ich kriege es sofort mit in sozialen Kontakten, wenn ich irgendwie disreguliert werde und wenn ich Angst kriege und dann kann ich mich regulieren und dann nehme ich mir den Raum zu atmen und zu schweigen und mich zu schütteln und so. Also wenn ich mir erlaube, ich zu sein in sozialen Kontakten, habe ich auf einmal keine so Autismus-Symptome mehr. Komisch. Und trotzdem gibt es Dinge, wo ich merke, die verändern sich, aber das dauert lange. Also zum Beispiel meine Konzentrationsfähigkeit oder meine Fähigkeit aufzuräumen oder so. Also es gibt einfach Dinge, wo ich auch denke, vielleicht kann es sich nie ändern, einfach weil es so eingespeichert ist. Sowas wie Dopaminhaushalt und so. Ich glaube eigentlich schon, dass es sich beeinflussen lässt. Ich merke auch, dass ich mich an Tagen besser konzentrieren kann, wo ich zum Beispiel morgens wirklich mir Zeit genommen habe, 2 Stunden mindestens, um zu atmen, zu meditieren, mich zu schütteln, mich zu bewegen, wirklich zu gucken, okay, was brauche ich jetzt? Das sind die Tage, da bin ich viel fokussierter als sonst und viel motivierter. Und da kann ich auch Dinge machen, wo ich keinen Bock drauf habe. So, da kann ich auch aufräumen. Also ich habe da einen Einfluss drauf. Das ist bloß extrem anstrengend und das kostet extrem viel Zeit. Und das ist vielleicht der Punkt, wo es wirklich spannend wird und wo du für dich eine Entscheidung treffen kannst. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen und aus meinem Gefühl heraus sagen, ich glaube, ich kann irgendwann komplett frei sein von Autismus- und ADHS-Symptomen, wenn ich wirklich jahrelang dranbleibe, mein Nervensystem zu regulieren, lieb zu mir zu sein, liebevolle Beziehungen zu führen, die Arbeit zu machen, die mir Freude macht, versus was, was ich muss. Also wirklich das Leben zu leben, was ich leben will. Das ist extrem gefährlich auf der anderen Seite, weil wir das nicht gelernt haben, dass wir ein schönes Leben führen dürfen. Also das ist absolute Pionierarbeit. Das erfordert ein dich sehr rausstellen aus gesellschaftlichen Konditionierungen. Das erfordert ein ganz oft nicht verstanden werden. Und auch das löst natürlich Stress in mir aus, den ich dann wiederum regulieren muss oder so. Also das ist wirklich eine Entscheidung von mir gewesen, da ganz, ganz viel Zeit meines Lebens rein zu investieren, weil ich will, dass es mir gut geht.
Weil ich auch weiß, wenn ich reguliert bin und wenn es mir gut geht, dann kann ich ja wiederum andere damit regulieren und dann geht es denen besser. Also das ist durchaus nicht nur egoistisch motiviert. Und selbst wenn es das wäre, denke ich mir mittlerweile so, es ist, wie es ist, dann bin ich halt egoistisch. Wenigstens geht mir dann gut. So. Also ich bin lieber egoistisch und glücklich als altruistisch und unglücklich, so ungefähr. Und das ist aber eine Entscheidung. Und das ist anstrengend. Das erfordert immens viel Traumaaufarbeitung und immer wieder Fühlen von Ohnmacht und Angst und Verzweiflung und Traurigkeit. Und also ich fühle alles durch, was ich als Kind nicht gefühlt habe. Und dadurch wird mein Nervensystem regulierter, weil ich diese alten gespeicherten Emotionen nicht mehr in mir habe, weil sie rausgeflossen sind. Das war aber anstrengend. Und mittlerweile ist es nicht mehr anstrengend, aber es war echt ein langer Weg dahin. Dass ich keine Angst mehr hatte vor Gefühlen oder so. Und dass es mittlerweile keine 5 Stunden mehr dauert, eine Traumareaktion freizusetzen, sondern vielleicht nur noch eine oder eine halbe oder so. Und das ist was, was ich dann mir auch noch größtenteils selbst angeeignet habe oder mit relativ sporadischer Unterstützung, wo ich einfach weiß, dass es ein echt schwieriger Weg ist. Und du musst oder kannst für dich entscheiden, du darfst für dich entscheiden, ob du zum Beispiel einfach lieber Medikinet nimmst oder andere ADHS-Medikamente nimmst. Das war jetzt übrigens keine Werbung für Medikinet oder so, das war einfach das Erste, was mir eingefallen ist. Also ob du Medikamente nehmen willst, mit denen deine Symptome leichter handelbar sind, cool, dann ist es einfach. Oder ob du einfach damit leben willst, dass dein Nervensystem dysreguliert ist und dass damit einfach Autismus und ADHS-Symptome einhergehen. Wie auch immer du das bezeichnen willst. Also du könntest sagen, du findest dich mit Autismus-Symptomen ab, du freundest dich mit Autismus-Symptomen an, du freundest dich mit ADHS-Symptomen an, du freundest dich mit einem dysregulierten Nervensystem an. Kannst du alles machen. Oder du entscheidest dich, einen ähnlichen Weg zu gehen wie ich. Nämlich den wirklich mit dem Nervensystem zu arbeiten und das zu befreien, weil es muss nicht so sein. Also ich glaube wirklich mittlerweile nicht, dass Autismus und ADHS heilbar sind, weil ich sie einfach nicht als Krankheiten sehe, aber ich glaube, sie sind beeinflussbar. Und ich glaube, ein paar Symptome von Autismus und ADHS werden nie weggehen, einfach weil es keine Krankheit ist. So out of the box thinking ist kein Symptom für mich. Ehrlich zu sein ist kein Symptom für mich. Dich nicht anpassen zu wollen ist kein Symptom für mich. Dich nicht an jede soziale Regel halten zu wollen, wenn sie einfach sinnlos ist, ist kein Symptom für mich. So, aber diese Autismus-Symptome und ADHS-Symptome, unter denen wir so leiden, die gehen weg. Und dann kommt vielleicht mal dein Ich-Kern zum Vorschein, der in Autismus und ADHS schon durchschimmert, ohne die Nebeneffekte und Nebenwirkungen und Risiken von einem dysregulierten Nervensystem dazu. Also mich interessiert einfach wirklich, wie ADHS und Autismus aussehen, wenn das Nervensystem reguliert ist. Und was ich bei mir merke, ist, ich werde viel oder ich bin noch empathischer, ich nehme noch mehr wahr, was andere Menschen fühlen und denken. Ich spreche noch mehr meine Wahrheit, ich bin noch authentischer, ich kann viel besser in Verbindung gehen. Ich stimme mehr, einfach aus dem Grund, dass ich einfach mein Nervensystem irreguliere. Aber diese soziale Angst ist weg. Der Druck ist weg. Diese krasse Impulsivität ist weg. Oder natürlich noch da, weil ich mache das jetzt auch noch nicht so lange, dass es komplett weg sein könnte. Aber die Symptome, unter denen ich gelitten habe, werden weniger dadurch, dass ich wirklich so viel Traumaaufarbeitungsarbeit mache und so viel mit dem Nervensystem arbeite. Und das Schöne ist, das ist mittlerweile schön für mich. Das macht mir mittlerweile Spaß. Das ist richtig nice. Ich liebe das, morgens mein Nervensystem zu regulieren, indem ich eine Stunde tanze, so, und dann meditiere. Also das macht Spaß irgendwann. Also es ist schwer in dem Sinne, dass es anders ist und dass es einfach gegen deine Glaubenssätze geht und gegen das, was andere Menschen für richtig halten. Aber eigentlich ist es natürlich. Und eigentlich tut es mir gut. Also mir tut es gut. Und ich will dieses Video einfach, ich nimm dir aus diesem Video mit, was du möchtest. Was ich dir anbieten möchte, ist, dass ich dich auf diesem Weg begleiten kann, dass ich dir einfach allein schon erzählen kann, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, allein das wäre schon irgendwie interessant und hilfreich. Genau, also da kannst du dich gerne melden. Gerade wenn es um Nervensystemregulation geht und so weiter. Das ist einfach meine Arbeit, da kannst du super gerne eine Sitzung bei mir buchen. Und ich habe jetzt in den nächsten Monaten einige Retreats, wo Nervensystems und
Arbeit immer dabei ist. Also ich habe vom 22. bis zum 24. September, das ist relativ kurzfristig, das ist in 1,5 Wochen, ein Retreat, wo es um alles Mögliche gehen wird, auch um Bindungstrauma, auch ums Nervensystem. Also Nervensystem ist Fokus Nummer eins bei diesem Retreat. Dann im Oktober, Mitte Oktober, biete ich ein Retreat an zum Thema Paare, also Partnerschaft, wo du wirklich auch zu zweit mit deinem Herzensmenschen kommen kannst, wo es natürlich auch inhärent immer um Nervensystem geht, weil das, was zu Problemen in der Partnerschaft führt, ist einfach, wenn einer ein dysreguliertes Nervensystem hat und alles, was der andere sagt, als Angriff nimmt, obwohl der das eigentlich liebevoll meinte. So, da fängt es meistens an. Das heißt, auch da ist Nervensystemsregulation dabei. Und das dritte Retreat ist ein Retreat zum Thema Sexualität und Lust und Ekstase und Sinnlichkeit und diese ganzen schönen Dinge. Und das fließt einfach nur, wenn wir ein reguliertes Nervensystem haben. Das heißt, auch da ist das das Fundament. Das heißt, wenn dich das interessiert und du da wirklich in Person mit mir arbeiten möchtest, wäre das eine schöne Möglichkeit. Und sonst biete ich tatsächlich vor Ort Begleitungen an. Aber diese ganzen Angebote, da kannst du mich auch einfach mal persönlich fragen. Also, wenn du merkst, ich resoniere mit dir und irgendwie irgendwas spricht dich an, schreib mir einfach, dann machen wir ein Kennenlerngespräch kostenlos und ich kann dir einfach. Wir können einfach gucken, ob und wie ich dich unterstützen kann, auf deinem Weg irgendwie authentisch neurodivergent zu sein und freudig neurodivergent zu sein und stolz auf deine Neurodivergenz zu sein und irgendwie alles, was da an Leid und Trauma und Drama ist, loszulassen und einfach vielleicht nur die Geschenke deiner Neurodivergenz zu leben und zu feiern.